Hallöchen, willkommen zurück zu XCOM 2, War of the Chosen. Wir sind in einer sehr schweren Mission, überfalle den Adventzug. Starke Sprengkörper, perfekter Spielplatz für Tiger. Und ich habe den Blunt ein bisschen angepasst, der sieht jetzt nicht mehr so seltsam aus. Ups, sorry. Die Story habe ich auch neu geschrieben bei ihm. Mal gucken, ob wir die Said-Brüder zusammenführen können. Auf geht's. Ich habe auch den Skyranger editiert. Einfach mal, damit man uns besser am Himmel sieht und uns besser abschießen kann. Na, das wird schon nicht passieren. Das wird schon nicht passieren. Hoffentlich. Also langsam machen wir schon Progress. Wir haben jetzt noch, was haben wir noch zu tun? 6 Tage Funk-Release scannen. Dann auf jeden Fall eventuell für die Wissenschaftlerin scannen, was aber 11 Tage in Anspruch nehmen würde. Ob sich das lohnt? Ich bin mir nicht sicher, ob wir das machen. Ich glaube, wir bekommen ja noch eine Wissenschaftlerin von der Covert Op. Koordinaten des Adventzugs sind eingegeben. Ausrücken zum Sichern, alle Feinde ausschalten. Vorsicht, Commander. Dieses Gebiet ist voller äußerst unbeständiger Materialien. Wir müssen darauf achten, unsere Truppen von möglichen Explosionsquellen fernzuhalten. Okay. Dann lass vielleicht mal ein bisschen hier am Rand langlatschen. Ich sehe den Feind. Da sind wir gleich doppelt aktiv. Du siehst hier nicht allzu viel. Jawohl. Das ist ein Phantom. Der Schildträger ist auch nicht so geil. Sie stehen nirgends bei einer Sprengfalle, schade. Okay, Tiger. Du siehst hier auch nur einen. Mein Leben liegt in ihren Händen. Kein Verstecken. Wollen wir rebellen oder lass ich's lieber sein? Okay. Jein? Wir könnten hier ordentlich rein schießen. Aber was dann? Das ist plus minus 3,4 Teils. Das könnte ein bisschen ins Auge gehen. Ich werde jetzt mal. Oder? Er steht sehr ungünstig für die Gruppe hier. Ich mache jetzt die Runde noch nichts. Scanner gewählt. Pass auf. Von der Nummerstraße bestätigt. Überwachung läuft. Ja, die laufen jetzt wenigstens Richtung Sprengfalle. Bleibt stehen. Oh, wie gut. Das nehmen wir auf jeden Fall. Da könnte man mit der einen Rakete vielleicht sogar auch schon die ganze Gruppe auslöschen. Oh, das ist auch gut. Okay, machen wir Folgendes. Ich werde versuchen, mit Tiger hier schon mal einen rauszuhauen. Enthüllt den Schnitter nicht. Sehr gut. Da war auch nicht mehr so viel da, was uns enthüllen könnte. Er ist jetzt trotzdem aktiv, aber
Wir sind noch immer revealed. Oh, wie gut. Wie gut. Das ist jetzt plus minus ein Teil. Ja. Oh, das ist alles runtergegangen. Oh. Ist nur noch er übrig, oder? Gut. Dann kann sich eigentlich Sorry um den kümmern. Ja, wir platzieren uns erstmal ein bisschen. Peter kommt jetzt mal. Er könnte hier hinschnetzeln. Andererseits. Du hast. Ah ja. Mit dir können wir daneben schießen, mach einen Schaden, oder? Nice. Das ist der einzige Damage, den wir brauchen. Das ist so gut. Daneben geschossen. Oh, ich bin tot. Wir könnten das jetzt mit Sorry ziemlich sicher mit dem Combat Protocol machen. Oh, gut, oder wir nehmen den 88% da. So geht das natürlich auch. Dann könnte man sagen, man. Na, du bist auch schon aus mit deinen Missionen. Deinen Aktionen. Ich werde. Das kann ich da mal hinschicken. Und mit den Dudes ein bisschen auf. Okay, ist der letzte Dude, mit dem wir aufrücken. Oh! Chosen. Fuck, ich hab's doch gesagt, ich habe keine Battlescanner mitgenommen, oder? Kein Nahkampfschaden, immun gegen. Naja, okay. Kein Feuerschutz, keine Reflexschüsse. Explosionen machen mehr Schaden und Schnitter machen mehr Schaden. Aber ihr werdet sie nie sehen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir mit Tiger vielleicht eine Explosion triggern bei ihr. Attentäterin und sie bewegt sich auf unseren Trupp zu, Commander. Mit jedem Atemzug komme ich näher. Das freut mich. Ach, wir müssen hier rüber, oder? Ach, das ist der Außerwelten-Infobildschirm. Okay. Das dachte ich gerade schon, was ist denn das? Aber wir. Da ist halt auch echt viel auf der Seite. Aber der Zug steht hier. Aber wir müssen sowieso nur alle Gegner umklatschen. Nur in Anführungszeichen. Das ist trotzdem so eine Sache. Vielleicht sollte ich auch einfach mal mit demjenigen scouten, der noch revealed ist. Hm? Unrevealed. Fuck. Englisch wieder. On point. Ist auch nicht so schlau, den an Eingänge zu stellen. Eine Patrouille nähert sich. Du kannst nicht weglaufen. Okay, ich gehe mal hier schon unterwegs. In die Richtung. Kein Problem, Boss. Wir haben ja keinen Zeitdruck. Das ist das Schöne. Unter Verrätern gibt es keine Ehre. Feuerschutz! Kommt jetzt! Wenn ihr das. Okay, die gehen in die Richtung. Ich weiß, wo du bist. Das halbe Gebäude zerlegt, aber daneben geschossen. Na, nicht so cool. Come on. So, Chosen-Aktion. Die schleicht sich ein bisschen rum. Er sieht nichts, was er mit. Na doch.
Die wurden noch nicht da gerade angezeigt. Da ist aber niemand, den das treffen könnte. Okay, sie deckt keine meiner Dudes von alleine auf. Immerhin das. Der Advent Mac. Puh. Da haben wir wenigstens Full Cover. Da könnte man mit Prep for Entry schon mal einen reinhauen. Mache ich auch. Das kostet mich dann keine Aktion. Auch wenn wir eventuell die Sprengsachen für die Chosen aufheben sollten. Schön umgeklatscht. Hätten wir vielleicht auch hacken können. Fuck. Nächstes Mal denke ich auch nicht dran. Das kann ich machen. Du könntest die zwei suppressen. Auch nicht schlecht. Wie schaut's denn mit meinen Schüssen dahin aus? 66, nicht so cool. Okay. Hier kommt der Schmerz. Das ist ja lustig, dass da die Tür aufgeht. Das gefällt mir. So, Squeak. Sieht hier zumindest einen, den sie zu uns ziehen könnte, bitte. Zieh mal den. Der hat Loot. Und wenn wir den dann gleich umschießen sollten, nehmen wir das auch gleich. So, dann haben wir noch Sorry am Start. Und den Ahmed. Klingt machbar. Mhm. Schon beeindruckt? Sie leben, um den Ältesten zu dienen, um zu kämpfen und auf dem Schlachtfeld zu sterben. So, was macht Sorry jetzt? Overwatchen oder? Seems doable. Wie viel Prozent haben wir denn? 77, ich nehme den Schuss. Nicht cool, nicht cool. Tiger scoutet mal ein bisschen weiter, würde ich sagen. Ich gehe, wohin sie mich schicken. Direkt unter den Scheinwerfer. Nicht auf den. Oh, hätte die Tiger jetzt aufgedeckt, ne? Wäre das heftig gewesen. Der trifft den 50-50. Das Versteckspiel ist vorbei. Wieder enthüllt. Und sie weiß nicht, wer oder was sie enthüllt hat. Auch nicht verkehrt. Wir könnten uns da hinziehen. Ja, du musst auf jeden Fall reloaden. Sollen wir den Schuss probieren? Oder sollen wir das die anderen übernehmen lassen? Gut, wir könnten das natürlich auch so machen. Aber vielleicht brauchen wir das explosive Fass noch. Es kommt da ganz drauf an, wo die Außerwelt hinkommt. Wir probieren es erstmal mit der Schrotflinte. Sechs Damage, ja. Immerhin getroffen. Dann würde ich fast schon sagen, wir nehmen Squeak und ziehen uns dahin. Die Ältesten können mich nicht retten. Ich will eine andere Position. Und dann? Full Cover? Wo können wir denn hingrappeln? Da oben. Das könnte die Außerwelt aber vielleicht auch triggern. Taktische Bewegung. Nope, macht es nicht. Ich werde nicht zurückkommen.
Dann overwatchen wir. Du hast das Medkit, das heißt, wir könnten dich auch mal in die Richtung stellen. Ihn bewege ich jetzt erstmal hier hin. Ja, die Fernzündungen hier bringen gar nichts. Ja, und sie ist genau nicht in der Reichweite. Ich sehe alles. So, dann kriegt Boom Full Cover. Handsome Doppelcover. Sorry. Stellen wir es einfach mal hier hin. Soldaten behaupten können, haben die anderen Auserwählten diese Welt auch nicht verdient. Auserwählter in Position. Ich sehe dich. Einkräfte der Ältesten, um mir zu dienen. Ja. Squeak trifft. Schnieke. Oh, nicht revealed. Das ist so gut, dass Tiger da noch drin ist. Im Reveal. Ich will immer sagen im Reveal, aber das ist. Ja. Ist Friendly Fire aktiv? Ja, gut, zwei benommen, das geht. Das geht eigentlich ganz gut klar. Das Schöne ist, ich kann jetzt beide mit Squeak wachrütteln. Dann kann Sorry Squeak gleich mal heilen und dann ist das auch wieder erledigt. Also halb so wild. Eure Loyalität gegenüber eurem Verbündeten in Not verdient Respekt. Ihr werdet heute ehrenhaft sterben. Ja, ich glaube momentan nicht, dass jemand stirbt. Soll ich die auch erstmal so stehen lassen? Ja, das ist. Ich bewege mich mit ihm jetzt aber mal. In den Rücken. Die steht genauso, dass sie da nichts von abkriegt. Ätzend. Ätzend. Okay, die zwei könnte ich eventuell von hier mit dem Flammenwerfer treffen. Ich stelle mich aber so hin. Plant. Mach uns stolz. Einen trifft er mit dem Flammenwerfer. Immerhin. Immerhin. Ah, nur 4 Schaden. Damn. Er sieht nur die Außerwählte. Wie weit kommst du mit deiner Granate? Du kannst niemanden damit groß in Gefahr bringen. Ja, die drei sind hier auch. Wir könnten. Ja, du kannst nur den beiden eine extra Aktion geben. Ich glaube, das mache ich jetzt mal mit Peter. Liegt am Sichtfeld, dass wir nur die zwei mit der Extra-Aktion beglücken können. Ja. Von da oben sollte er eigentlich relativ gute Trefferwahrscheinlichkeit haben. 59 ist gar nichts. Sollen wir mit ihm wirklich jetzt irgendwo. Ich glaube, wir machen das. Bald wird unsere Beute fallen. Die Klemme wird uns auch nicht aufdecken. Dann, du kannst nur auf die Joe. Oh, du siehst nicht über die Claymore. Holy. Er sieht die Claymore auch nicht?
Was? Oh, komm schon. Hier sieht er die Claymore. Hier auch. Gosh. Damage. 14. Er sieht jetzt niemanden mehr? Was? Er sah vorher die Attentäterin. Jetzt hat sie nichts mehr, was davor steht im Weg. Und er sieht sie nicht mehr. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Du gehst ins Overwatch. Einfach um ihn hier zu treffen gleich, wenn er sich bewegt. Und dann gucken wir mal, was die Attentäterin macht. Ah, du hast... Ah, selbst wenn du daneben schießt, ein Damage. Nicht schlecht. Oh ja. Sie hackt auf den Peter. Und wo geht sie hin? Nirgends. Vielleicht nehme ich ihn mit. Wenn ich seine Wunden heile, gibt er dann ihre Geheimnisse preis. Guck mal, Konika. Sie kennen unsere Position. Aber voll in den Kopf. Oida. Habe nur noch wenig Munition. Tiger? Beachtlich. Noch seltener einen, der mich mehr als einmal besiegt. Menace 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Menace 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Hervorragende Arbeit, Commander. Es war kein endgültiger Sieg, aber zumindest haben wir uns die Auserwählten einen weiteren Tag vom Hals gehalten. Ich nehme jetzt auch mal an, dass Tiger MVP ist. Okay, Ahmed, Handsome, Said. 3 Kills. 10 Damage. Sehr geil als Rookie. Oh, Squeak ist MVP mit nur einem Kill und 14 Damage. Weil sie zwei Leuten aufgeholfen hat, oder? Ha! Sorry, 1 Kill, 4 Damage. Peter, 1 Kill, 13 Damage. Tiger, 1 Kill, 11 Damage. Obwohl, ja, okay, die Explosion hat sie nicht gezählt. Das waren ja auch nochmal 14 Schaden. Das hätte gut getan für seine Statistik hier. Und Blunt, 18 Damage, aber kein Damage, ja, kein Schaden. Okay, Squeak staubt wieder mal einen MVP ab. Boah, wer hätte das denn gedacht? Wer hätte das denn bitteschön gedacht? Wir dürfen nicht zulassen, dass uns diese Dissidenten in Angst versetzen. Ihr heutiger Prost. Sieg hat keine Bedeutung für die Geschichte. Er ist nur ein kleiner Stein auf dem Weg der Erlösung, den die Ältesten immer noch Ingwer warte. Nom 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 nom. Leute, können die Auserwählten ausgeschaltet werden. Willkommen zurück. Vorübergehend. Tiger, was kriegst du denn? Lautloser Tod. Kills mit dem Vektorgewehr erhöhen nicht die Chance, dass Schnitte aus dem Schatten tritt, aber das Risiko einer Enthüllung bleibt dennoch bestehen. Aha. Ein Claymore-Kill bringt den Schnitter in den Schatten. Aha. Schüsse aus dem Schatten erhalten plus 2 Rüstungspenetration. Nice. Führe einen Reflexschuss gegen einen beliebigen Feind aus, der sich innerhalb deines Schussfeldes bewegt oder angreift. Dann nehme ich die Nadel. Dann, Beförderung. Ich nehme. Ha. Sollen wir Entrenched nehmen? Oder wollen wir... Ich nehme Burnout. Das ist gar nicht mal so schlecht mit dem Teil. Das können wir noch nicht klicken. Das geht jetzt gleich erst. Okay, Konditionierung, 1 TP. Das können wir irgendjemandem in den Kopf drücken. 169 Vorräte. Wow.
Holy fuck, das war lukrativ. So, das können wir hier gucken. Wir gucken uns erstmal die Story von Blunt an. Blunt ist der ältere Bruder von Ahmed. Die zwei kommen verdammt gut miteinander aus, auch wenn sie sich hin und wieder gegenseitig dissen. Er passt stets auf seinen Bruder auf und geht auch mal mit einem großen Knall in die Frontlinie. Oder Frontline. Die Aliens haben auch bei ihm so einiges kaputt gemacht. Familie, Träume, Rendite. Er hat jahrelang mit ein paar BR-Mitgliedern darauf hingearbeitet, einen hiesigen Supermarkt zu übernehmen. Endlich, als das nach Jahren mühevoller Kleinstarbeit funktioniert hat, kam alles anders. Er hatte nicht mal die Zeit, seine erste Werbeaktion an den Mann zu bekommen. Freibier an allen Wochentagen ohne Tee. Schade, das hätte bestimmt ordentlich was abverkauft. Und dann gucken wir uns auch den Ahmed an, nachdem wir ihn befördert haben. Wir hätten Phalanx Marine oder Assault Infantry. Assault Infantry haben wir 3 Stück. Marine haben wir... Wo ist das da oben? Nur einen? Ja, herzlich willkommen als Marine. Ah, stimmt, da haben wir einen verloren, ne? Heieieiei. Rest in Peace, Flower. Biografie. Ahmed ist der jüngere Bruder. Ahmed ist der jüngere Bruder von Blunt. Sie harmonieren gut, vor allem wenn sie auf dem Schlachtfeld auf ernste Hindernisse treffen. In Mario Kart hat Ahmed meist die Nase vorn, auf dem Schlachtfeld hätte er sich aber auch gerne mal bedeckt. Lehrer werden heutzutage nicht mehr in dem Maße gebraucht wie früher, deswegen ist er fest entschlossen, sich das zurückzuholen, was die Aliens ihm nahmen. Laute, freche, ungezogene Görn, die auch beim dritten Mal nicht verstehen, dass der Mars nicht aus Schokolade besteht und die Venus nicht zum Rasieren geeignet ist. Mhm. Viel Spaß dabei, wenn das mal wieder mit dem Schulsystem funktioniert. Wie schaut's denn aus? Verfügbar 4 Leute. In 2 Tagen kriegen wir 7 Leute zurück. Das ist super. Das ist super. Dann wird das Funkrelais weiter eingerichtet. Auf den ostamerikanischen Bezirk. Hoffen wir, dass hier oben nicht so schnell was weitergeht. Bei der letzten verdeckten Aktion mussten unsere Soldaten einiges einstecken, aber das medizinische Team hat uns versprochen, dass alle wieder auf die Bahn kommen. Ausweichung 10 gesteigert, passt. Ja, das gibt einfach nur Vorräte, Waffenhändler, Alien-Legierungen und Kristalle brauchen wir jetzt nicht. Möchte ich jetzt nicht machen. Ganz einfach, weil ich erstmal das Funkrelais mal haben möchte. Bei der letzten Aktion wurden einige Soldaten verwundet, Commander. Aber unsere Truppen werden sich nach einer wohlverdienten Pause alle wieder erholen. Jörg ist wieder am Start. Hunted Chosen 5 von 5. Okay, wir brauchen einen Major oder höher. Schaltet den Auserwählten Versteckteinsatz frei. Mobilität plus 1. Hinterhalt. Okay. Das könnten wir wirklich machen. Wir haben keinen Major scheinbar. Ist das einfach die allerletzte Stufe? Warum wäre dann denn das Plus da? Ist das ja die Major-Rang? Ja, vielleicht. Vielleicht. Guck jetzt trotzdem nochmal ganz kurz in die Covered Ops. Wir haben nur 6 ready. Das ist eine Infiltrationsmission. Uff. Mann. Ich warte jetzt, bis mal ein paar Leute wieder da sind. Ich werde aus dieser Niederlage lernen und stärker und weniger anfällig gegen ihre Taktiken wiederkehren. Jailbreak Faction Soldier?
Was macht das denn? Oh, die Schnitterer würden uns noch einen Dude geben. Jetzt sind wir wieder 14 ready, das ist auch krass. Okay. Als erstes. Holen wir uns noch einen neuen Wissenschaftler. Das ist eine Infiltrationsmission. Ich weiß, bin mir nicht sicher, ob wir da sparen sollten. Eigentlich nicht wirklich. Ich nehme jetzt mal... Aber infiltrieren ist auch immer so eine Sache. Bin mir nicht sicher, ob das beim Infiltrieren weggeht oder nicht. Ich glaube nicht. Ich packe jetzt mal euch zwei Brüder da rein. Euch möchte ich nämlich schon relativ bonden. Dann wen hätten wir denn hier noch Schönes? Wir sind mit dem Snooze verbandelt. Der ist nicht verfügbar. Lies ist mit Fan. Der ist auch nicht verfügbar. Ja gut. Niemand ist verfügbar. Wen schmeißen wir da rein? Vielleicht machen wir Jörg und Pest mit rein. Dann haben wir noch Bedarf eventuell an dem Field Medic. Es ist sehr schwer, wir sollten nicht an Leuten sparen. Combat Engineer. Wir haben keinen Field Medic. Ha. Ha. Wir packen Squeak da mit rein. Und wir packen wen noch mit rein? Ja, Luigi möchte ich gerne mal wieder auf eine richtige Mission mitnehmen. Ja, dann packen wir Lisa mit rein. Notfalls lassen wir das hier so drin. Ja, wir sollten, wenn wir verfügbar haben, ein bisschen zumindest die richtig lowen Dudes ausstatten. Das muss auch noch geändert werden. Sieht noch ein bisschen Banane aus. Du bekommst den Prototype Field Plate. Ja, ein paar Medkits sind nicht schlecht. Ja, schicken wir so los. Kostenlos nachladen. Ja, das nehmen wir jetzt einfach mal hier, bitte schön. Kriegst du ja auch mal ein paar Ärztchen dazu. Bleibt alles in der Familie. Hier gehen wir auf die Schrotflinte. Den Granatwerfer lasse ich jetzt mal so. Ich habe keine Lust mehr, einen neuen zu basteln. Ballistisches Schild. Können wir denn nicht auch mal was Neues haben? Etwas Heftigeres? Genauso wie Schrotflinte. Und ich glaube, wir müssen da ein paar Sachen erforschen. Machen wir dann 7 Tage filtrieren. Ja, bitte. Aktion starten. Wir arbeiten Hand in Hand mit unserem neuen Verbündeten. Dann scannen wir weiter. Wir haben hier eine dringende Übertragung für Sie, Commander. Ich habe viel vom Widerstand unter Ihrer Führung erwartet, Commander. Und Sie haben sich übertroffen. Schnieke. Versucht die Avenger zu sabotieren, ungünstig. Neuer Alien-Einrichtungsbau in 2 Wochen ungefähr.
Advent-Schutzrüstung, immun, ja. Avatar-Projekt, großer Durchbruch, das müssen wir verhindern. Sofort zwei Blöcke hinzufügen, das ist oberste Priorität. Wir haben 134 Info, ich deck das mal auf. Was ist das? Advent-Soldaten tragen mehr Sprengsätze, das könnte man ignorieren. So, wir haben hier einen Platz mehr. Was hätten wir? Freiräumtempo, gesammelte Vorräte, Tempo von Waschen. Waschen, ja, Waffenvorstellung. Ich packe jetzt mal das hier rüber. Dann können wir nämlich hier noch eine andere Sache reinpacken. Bautempo, Infobelohnungen, Soldaten-EP. Ja, dann gibt's Soldaten-Erfahrungspunkte. Bonus. Dankeschön. Verstanden, Commander. Die 190 lassen wir jetzt erstmal da liegen. Alright, Funkrelais! Hightech. Vor allem das Klebeband. Willkommen im Kampf. Sehr unauffällig auf jeden Fall. Okay. Neue Einnahmen, 112 Vorräte, krass. Vorratslieferung verfügbar, eine Vorratslieferung, bla bla bla. Neuer Bonus, Insiderwissen. Der Effekt aller Waffenmodifikationen ist erhöht. Schnieke. Für die Leute, die da Bescheid wissen, zählt das nur, wenn wir hier in Nordamerika irgendwas machen oder zählt das sozusagen weltweit? Mit denen haben wir schon... Nee, haben wir nicht. Ja, dann machen wir das trotzdem auch gleich mit. Wenn wir die Vorräte schon mal haben. Packen wir dann Funkrelais mit dazu. Oh, Errungenschaft. Spark. Neues Projekt zuweisen. Neue Soldaten halten. Spark. Ausschuss 0815. Nehme ich. So, was wollen wir denn jetzt hier basteln? Der Exo-Anzug? Ich weiß halt nicht, wie gut die Sachen sind. Ich weiß nur, dass der Spider-Anzug relativ geil sein kann für Sniper. Das Bluescreen-Protokoll wäre sehr gut. Das würde uns Bluescreen-Geschosse und EMP-Granaten geben. Oder halt experimentelle Munition. Säuregranate ist geil zum Zeug wegsprengen, also Armor zum Beispiel. Plattenweste, Gefahrgutweste, Stasisweste, Flammenwerfer oder Schredderkanone. Oh, da könnte man andere Leute mit dem Flammenwerfer... Ach halt, schwere Waffen. Kann das sein, dass das für die Sparks sind? Ich bin mir nicht sicher. Bluescreen brauchen wir momentan nicht ganz so krass. Ich glaube, ich nehme erstmal den Spinnenanzug. Gut, Commander. Ich lasse Sie wissen, sobald das Projekt einsatzbereit ist. Und dann... lernen wir... Sparky kennen. Dann... Biografie. Für die einen Ausschussware, für den Widerstand Gold wert. Er wurde nahe eines alten Industrieschrottplatzes entdeckt, völlig reglos und ohne Lebenszeichen. Kinder haben ihn angemalt und mit bzw. bei ihm gespielt. Er sei ihr Beschützer, Sparky, denn er sei eines Tages funkensprühend hier zusammengebrochen. Wir haben ihn unter großem Protest der Kinder abtransportiert und ihn halbwegs wieder flott gemacht. Shen hat Sparky zum Auslesen der Daten an unser Strom- und Datennetz angeschlossen. Das Einzige, was sie auslesen konnte, war, dass er als Ausschussware entsorgt wurde aufgrund irreparabler Schäden in der Hardware, die Verhaltensmuster bereitstellt. Eigentlich sollte er einfach nur Befehle ausführen, doch Sparky ist... nett. Er unterhält sich gerne, führt tiefgründige Gespräche und lädt immer gerne zu Tee ein. WD-40 für ihn. Nachdem wir in seinem Speicher ein paar Kampfdaten eingepflegt haben, sollte er auch auf dem Schlachtfeld eine gute Figur machen.
Eine gute Figur. Nice, willkommen im Team. Spark Unit Created. Select Class. Spark. Ja. Danke dafür. Das ist, glaube ich, ein bisschen... ja, nicht buggy, aber es gibt einen Mod, da kannst du verschiedene Spark-Klassen wählen. Die habe ich jetzt nicht installiert. Ich wollte Spark und die drei Faction Soldiers noch normal halten, damit da nicht zu viel auf uns zukommt. Aber schön, dass wir jetzt auch einen Roboter haben. Wie schaut es mit der Forschung aus? Magnetwaffen in 8 Tagen. Ja, dann machen wir weiter mit dem Funkrelais. Und lass mal gucken, wie viele sind ready? 14 sind ready. Wir können noch ein bisschen was losschicken. Das ist am Laufen. Was ist das hier? Ja, wichtige Dokumente stehlen. Das gibt uns eventuell Zeugs. Dauert 9 Tage, ist nicht so krass. Avatar-Projektfortschritt reduzieren, das nehme ich gerne. Hinterhalt, Soldat gefangen. Mit 25 Vorräten können wir das wegpacken. Mobilität plus 1 können wir machen. Spark einsatzbereit. Commander, unsere neuen Spark-Einheiten können jederzeit in den Einsatz geschickt werden, selbst wenn sie beschädigt sind oder gerade repariert werden. Sparks können jedoch keine anderen Einheiten aufnehmen oder tragen. Okay, gut zu wissen. Mobilität. Sollen wir da gleich mal den... Der kann nicht. Okay. Sparks können scheinbar nicht auf Covered-Ops geschickt werden. Oh. Gut zu wissen. Wir schicken mal... Wer bräuchte denn Mobilität? Kim hat ein bisschen wenig. Ich schicke jetzt mal... XI-32. Und Kim zusammen los. Ich möchte nicht, dass Soldaten gefangen werden können. Dann mach das mal, ihr zwei. Dann Useful Items muss nicht sein. Alien-Leichen muss es auch nicht. Stop Mox Project. Oh, damit die sich nicht upgraden können. Okay. 16 Fähigkeitenpunkte für 10 Tage ist jetzt auch nicht so geil. Allerdings brauchst du da auch nur 2. Wen wollen wir denn noch Mobilität spendieren? 15 ist schon krass. Tech Specialist braucht nicht so viel. Eventuell hier Crack. Ja. Kriegst du ein bisschen Mobilität. Du wirst begleitet von einem Phalanx. Nee, was hätten wir denn momentan? Wir haben ziemlich viele Tech Specialists verfügbar. Ich werde da mal Poison Ivy mitschicken. Soldat verwundet ist okay für mich. Nicht, dass ich meine Soldaten nicht wertschätze, aber... So, dann... Versuchen wir, dass wir die Mox ein bisschen hindern. Ich glaube, ich schicke Kitty. Oh, weil das könnten wir auch, können wir auch ihren Ausweichwert erhöhen. Obwohl ich den Skill eigentlich echt selten benutze. Wen schicken wir dann noch mit? Wir können doch einfach jemanden mitschicken, der müde ist. 5 Tage lang? Ne, geht nicht. Geht nicht, okay. Sorry, in 2 Stunden kriegen wir eh wieder jemanden zurück, und zwar Mama. In 8 Stunden auch nochmal. Das heißt, wir können da schon ein bisschen was wegschicken. Ich schicke jetzt mal die Bella weg. Und Soldat gefangen genommen schicke ich mit. Den Lemmy. Verdeckte so. Einsätze sind unsere Spezialität. Hoffentlich können ihre Leute dann auch mithalten. Scannen wir weiter. Ah, Avatar-Projekt. Ungünstig. Wir machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Ich weiß, ich weiß. Okay, neue Assault-Mission.
Vier Tage. Die stehen offenbar kurz davor, ihren kostbaren Avatar fertigzustellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut für Sie und Ihre Freunde ist. Das ist in 36 Stunden. Wofür ist das? Das Dark Event Avatar-Projekt. Oh, das müssen wir. Wir müssen das beide machen. Einen Tag habe ich auf jeden Fall hier noch. Signal ist laut und deutlich. So. Dann müssen wir das hier machen. 32 Stunden hätten wir jetzt aber noch, aber ich traue mich da nicht noch länger zu warten. Das wird wichtig. Wir nehmen mal Sparky mit. Gucken, wie das funktioniert. Dann nehmen wir auch die, ja, Kombination aus Kade und dem Papa. Dann hätte ich auch gerne einen Sniper hinten. Das wäre dann die Mama. Aber Katniss ist nicht da. Ich habe gesagt, ich möchte den Luigi mitnehmen. Machen wir auch. Ich will auch ein bisschen Action haben. Und ja, die Carola kommt mit. Die wieder nicht ihr eigenes Gewehr mitnehmen kann. Sie braucht Magazingröße. Es ist einfach so. Es ist einfach so, sorry. Das ist irgendwo... Keine Ahnung, wo genau das ist, aber... Ihr wisst ja eh Bescheid, dass das nötig ist. Dann... Oh, schwere Waffe, Raketenwerfer. Okay, es ist wirklich schwere Waffen für ihn. Spark-Rüstung, ja. Schweres Automatikgeschütz kann ich auch nicht gerade ändern. Spark-Shield. Was macht denn das Spark-Bit? Dreh dich mal so, dass ich das lesen kann. Die Bitdrohne ermöglicht Sparks die Ausführung verschiedener Schlachtfeldaufgaben aus sicherer Entfernung. Die Bitdrohne begleitet den Spark und kann Protokolle ausführen, um Verbündete zu helfen, elektrisch-rotische Ziele zu hacken oder Feinden Schaden zuzufügen. Die wird nicht bemerken, kann Schaden oder kann Schaden erleiden. Aha. Spark Shield. Da könnte man eine Melee-Attacke machen. 10 Shield Points. Mhm. Shield Wall aktiviert. Okay. Ja, moin auch. Der Panzerbit ist da immer noch angezeigt. Ich glaube, ich... Oh, kann ich das... Oh, oh. Lass mich mal kurz zu den Gegenständen herstellen schauen. Als was zählt denn dieses Ding als Waffe? Panzerbit. Ich stelle mir das jetzt mal kurz her, damit ich das eventuell hier wieder rausnehmen kann. Ja, okay. Ich glaube, das ist... Du sollst eins von beiden haben mit dem Schild. Glaube ich, war das Ding immer noch da. So, was geben wir denn hier mit drauf? Das sieht schon ein bisschen massiv aus. Crit plus 15, Zielsicherheit plus 15... Ach ja, weil wir jetzt ja dieses Bonusding haben. Oh, ich sehe auch gerade. Wir haben schon mal irgendwo ordentlich Frames verloren. Ups. Sofort-Kill-Chance plus 15 fucking Prozent. Das ist heftig. Das ist heftig. Sollen wir das auf ihn draufpacken? Ich glaube ja. Ganz einfach, weil er auch dafür gut sein wird, zu shredden. Okay, dann rüsten wir mal ein paar Rüstungen aus. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht in der Rüstung gesehen. Uns fehlt es ein bisschen an Rüstungen. 10, 10, 10. Wir haben noch... Okay, machen wir Folgendes. Papa kriegt die, Luigi kriegt keine. Haben wir vielleicht noch irgendwie... Ja gut, damit würden wir ihm zumindest eine Mobilität extra geben. Sieht behindert aus, aber okay, was soll's. Hauptsache, er ist ein bisschen besser unterwegs. Dafür kriegst du einen besseren Granatwerfer. Als Waffe... Chance auf Bonusaktion 10% ist auch nicht schlecht. Ah, oder 15% hier. Ist das Flower seine Waffe gewesen? Ich bin mir nicht sicher.
kriegst du jetzt das Dingens hier. Als Schrotflinte. Kritschaums 25 ist schon geil. Halt, das wissen wir ja. Aber das gibt momentan 2. Sollte das nicht auch ein bisschen besser sein? Crit Bonus. Machen wir den Fehlschussschaden hier. Das nehme ich eigentlich schon immer relativ gerne für die Leute, die etwas weiter hinten stehen. Sollten wir halt vielleicht noch ein paar Gegenstände ausrüsten. Zum Beispiel. Medikit. Zum Beispiel. Ein Gefechtsscanner. Irgendwas Gedankenschild. Ich weiß nicht, ob da großartig welche da sind. Alle Gegner haben 50% Crit-Verteidigung und 66% explosiven Schadenverteidigung, während sie auf Full, also wenn sie noch Full Life sind. Wow. Wow. Das ist nicht ganz so geil. Du kannst vielleicht noch ein bisschen was anderes mitnehmen. Stimmt, die Frostbombe haben wir auch noch. Ich glaube bei dir, ich pack dir da einfach mal das Teil jetzt rein. Du kriegst die. Hier. Frostbombe. Dann machen wir das in der nächsten Folge so, würde ich sagen. Leute, macht's gut, bis dann und ciao.